Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich erkläre euch heute den Boxplot. Wir beginnen mit den Daten. Ihr seht, diese Daten haben wir zur Verfügung. Von der 1 bis zu 15 habe ich einfach ein paar beliebige Zahlen aufgeschrieben. Bevor wir den Boxplot zeichnen können, müssen wir erst drei Daten erheben. Wir fangen an mit dem Zentralwert. Der Zentralwert ist der Wert in der Mitte der Datenmenge. In unserem Fall, wir haben 15 Zahlen, es ist dann die Zahl Nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also die 6. Das ist der Wert in der Mitte der Datenmenge, also 6. Nun brauchen wir noch zwei Werte, nämlich den Zentralwert vom unteren Quartil und den Zentralwert vom oberen Quartil. Erstmal, was ist ein Quartil? Dieser Teil links oder unterhalb des Zentralwertes wird jetzt unteres Quartil genannt und dieser Bereich oberes Quartil. Und jetzt bestimmen wir nochmal den Zentralwert. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zahlen, also die Zahl in der Mitte. Hier die 3, hier haben wir auch 7 Zahlen, also hier die 10. Dann ist der Zentralwert fürs untere Quartil 3 und der Zentralwert fürs obere Quartil 10. Nun haben wir alles, was wir brauchen, um den Boxplot zu zeichnen. Jetzt zeichne ich einen Strich, 15 cm lang. Und den beschrifte ich kurz. Hier ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier hinten. Das ist das Maximum und hier vorne ist das Minimum. Nun zeichne ich den Zentralwert ein. Der Zentralwert ist 6. Jetzt zeichne ich den Zentralwert des unteren Quartils ein. Das ist 3. Und den Zentralwert vom oberen Quartil. Das ist 10. Nun kann ich das Ganze verbinden. Und schon ist mein Boxplot fertig. Das hier nennt man auch Antenne. Und dieses hier ist auch eine Antenne. Dieser Teil sind 25% der Daten. Dieser Teil sind 25% und im oberen Quartil ist es genauso. Dieser Teil sind 25% der Daten und dieser Teil auch. Jetzt zeichnet man in der Regel noch den Mittelwert ein. Das machen wir abschließend auch. Wenn ich die Zahlen hier oben addiere, dann kommt da 100 raus, geteilt durch die Anzahl, also 15, ergibt dann 6,67. Und den Mittelwert, den zeichne ich mit einem roten Punkt ein. Das dürfte ungefähr hier sein. Okay, das war's.
So Leute, das war's. Das Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Okay, das war's.